wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, meint, ich bin jetzt 86 Jahre alt, der meint mich auch noch, auch wenn ich aus dem Kindsein lange raus bin. Eminenz, grüß Gott und herzlich willkommen hier an der Hochschule Heiligenkreuz. Vielen Dank, dass wir dieses Gespräch heute führen dürfen. Gerne. Zu Beginn vielleicht eine Frage zu Ihrer Jugend. Sie haben sehr gerne Karl May gelesen. Ja. Wie ist Winnetou und Old Shatterhand für Sie sind das Kindheitshelden für Sie? Würden Sie sie als Kindheitshelden bezeichnen? Ich habe viel Karl May gelesen. Ich fand das immer sehr spannend und war überrascht, dass der Karl May selber nie in diesen Ländern gewesen ist, sondern sich das alles erfahren hat, erforscht hat in der Geografie und in den Büchern. Noch stärker beeindruckt hat mich hinterher die Verfilmung. Und meine Eltern hatten ein Kino und von daher war ich sehr offen für Filme und Ähnliches. Ob mich das beeinflusst hat, das wage ich zu bezweifeln. Es war mehr Unterhaltung, wobei man nicht sicher sagen kann, ob nicht doch also irgendwelche kriegerische Gefühle, die man in seinem Herzen hat, dadurch ein bisschen gestreichelt worden sind. Spannend war es jedenfalls und gerne habe ich es gelesen. Und es gibt ja über 60 Publikationen von ihm und ich habe also sehr viele von denen gelesen. Sie haben früher Humanmedizin studiert und wie kam es zu Ihrer priesterlichen Berufung? Ja, die Humanmedizin war eigentlich so ein bisschen ein Parkstudium. Vor dem Abitur hatten wir einen sehr guten Religionslehrer in einer ganz normalen Schulklasse eines Gymnasiums. Und er hat uns alle ein bisschen verrückt gemacht, hat uns immer wieder gefragt, möchtet ihr nicht doch Priester werden? Und es kam dann eine ganze Menge von 24 Katholiken, haben 8 das Theologiestudium angefangen. Und ich wusste am Schluss aber nicht mehr, hatte ich jetzt der Religionslehrer berufen oder der liebe Gott? Und ich war sehr unsicher. Dann habe ich gedacht, jetzt studiere ich erst einmal ein Jahr Medizin. Und wenn ich nach dem Jahr immer noch meine, Gott will, dass du Priester wirst, dann muss ich in den sauren Apfel beißen. Das hat mich nicht gelockt, sondern ich habe das in der Sensibilität des Glaubens gefühlt als einen Ruf, dem man zu folgen hat. Weil das war mir immer klar, wenn ich glücklich werden will in meinem Leben, dann muss ich das tun, was der liebe Gott für mich ausgesucht hat. Und jetzt muss ich dazu unbedingt noch erzählen. Ich sagte schon, meine Eltern hatten ein Kino und ich stamme von einem Dorf, wo alles klein und überschaubar war. Und es gab eine Ordensfrau, die hatte mich da als Messdiener gesehen und die hat angefangen für mich zu beten, dass ich Priester werden sollte. Und dann habe ich mit Mühe angefangen, Theologie zu studieren, nach Paderborn zu gehen, um Priester zu werden. Und nach 3 Jahren hörte ich, die Schwester Candida betet immer für dich, dass du Priester werden sollst. Und dann war ich sehr ungehalten. Und sie war inzwischen versetzt worden. Und dann bin ich zu ihr hingefahren und habe ihr gesagt, Schwester Candida, das ist nicht fair. Sie haben meinen Lebensweg bestimmt, ohne mich zu fragen. Und sie lachte, war natürlich glücklich, dass ich diesen Weg eingeschlagen hatte. Und dann haben wir einen Pakt gemacht. Immer wenn ich was Besonderes hatte, habe ich ihr geschrieben. Man telefonierte noch nicht so viel wie heute. Und habe ihr gesagt, Schwester Candida, jetzt müssen Sie für mich beten. Und inzwischen hinterher war ich dann auch eine Weile in der Priesterausbildung. Wenn Seminaristen Probleme hatten mit ihrer Berufung, dann habe ich sie gefragt, etwas salopp, haben Sie schon eine Betnonne? Ich habe sie jedenfalls darauf hingewiesen, dass die betenden Schwestern in den Häusern der Kontemplation oder auch in anderen Ordenshäusern eine große Macht haben vor Gott. Wenn sie nicht nur mit den Lippen beten, sondern wirklich ihre Existenz in eine Bitte an Gott hineinlegen und das Beten vor Gott tragen. Wenn ich nicht mehr an die Vorsehung glauben würde, wer könnte es dann tun, wenn man so vom lieben Gott in seinem Leben bestimmt worden ist?
Sie wurden dann 1961 in Paderborn zum Priester geweiht. Das bedeutet ein Jahr vor Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils. Wie haben Sie diesen Übergang erlebt im Hinblick auf Liturgie und die Einbindung der Laien in den Gottesdienst? Wir hatten als Seminaristen einen sehr guten Subregens, der uns damals schon sehr sensibel machte für die Liturgie. Und wir haben danach gehungert, endlich in Deutsch die Liturgie feiern zu können. Und auch in der Liturgie die Einbeziehung der Gemeinde. Es gab verschiedene Versuche schon, die immer so ein bisschen an der Grenze der Legalität waren. Aber wir haben so einige Dinge dann auch schon vorweggenommen. Und für mich war der Umstieg von der Liturgie vor dem Zweiten Vatikanum zu der Liturgie nach dem Zweiten Vatikanum eigentlich etwas sehr Ersehntes und sehr Gewünschtes und nicht indem man also tat, was man dann möchte. Immer, das war für mich klar, die vorgesehenen Formen sind einzuhalten. Und es war für mich völlig klar, dass Liturgie nichts Selbstgestricktes ist. Das erlebte man auch schon mal und dagegen haben wir uns auch gewehrt, dass wir damals sagten, als eine Perversion der Liturgie eigentlich, keine Messe ohne Happening, sagten wir damals. Das heißt also, jeder tut so ein bisschen, was er will. Aber das schien uns nicht gut. Es schien uns gut, den Rubriken zu folgen, aber andererseits doch auch die Gemeinde einzubeziehen. Manche Leute, die heute eine vorkonziliare Liturgie wollen, wissen nicht, wie das war, wie die Gläubigen warteten auf den Schluss der Messe. Sie verstanden die Lesung nicht. In Deutschland, im deutschsprachigen Raum, ging das noch einigermaßen. Aber in anderen Ländern waren sie so zur Passivität verurteilt, dass es eigentlich ein Glück ist, dass die neue Liturgie die Gläubigen mehr einbezieht. Sie sind jetzt hier in Heiligenkreuz aufgrund einer Tagung zu Papst Johannes Paul II., der dieses Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Sie durften ihn ja schon vor seiner Wahl zum Papst kennenlernen. Können Sie uns kurz etwas über dieses erste Zusammentreffen mit ihm erzählen? Ja, das ist eigentlich eine ziemlich lange Geschichte. Ich hatte gute Kontakte zu Polen durch meine Arbeit im Sekretariat der Bischofskonferenz. Und ein polnischer Kollege aus dem Sekretariat der polnischen Bischofskonferenz drängte mich, nach Polen zu kommen. Und ich habe dann dort Ferien gemacht. Und dann begegnete mir ein Mitbruder, der erzählte so komische Geschichten von Tanten, die gestorben waren und ans Fenster geklopft hatten, oder von jemandem, der etwas träumte, was sich dann einstellte hinterher. Und ich lachte immer über ihn und ärgerte sich. Ich brachte das Ganze gleich in die Kategorien, wie wir sagten, Geschichten für das Lagerfeuer. So etwas schummerig und etwas seltsam. Und wenig später starb Papst Paul VI. Und dann traf ich diesen Mitbruder wieder auf der Straße, der sich immer noch über mich ärgerte, über meinen Unglauben. Und dann sagte er, jetzt erzähle ich Ihnen etwas, da werden Sie sich ja bewundern. Vorige Woche hat ein Mitbruder von mir geträumt, Paul VI. Stirbt und der Kardinal von Krakau wird sein Nachfolger. Und dann dachte ich, der könnte wirklich Nachfolger von Paul VI. Werden, der inzwischen dann gestorben war. Und dann wurde Johannes Paul I. wurde gewählt und dann habe ich das wieder vergessen. Aber als Johannes Paul I. gestorben war, habe ich gedacht, jetzt kommt Wojtyła dran. Und dann kam er dran und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich nach Rom. Ich werde es nie wieder erleben, dass ich denjenigen persönlich kenne, ich hatte ihn vorher schon kennengelernt bei einer Reise, der Papst wird. Und dann bin ich nach Rom geflogen. Ich war inzwischen junger Weihbischof. Dann ging das so los, dass da zunächst eine andere große Gruppe noch war. Und mir hatte man gesagt, ich sollte in einem Saal warten. Und dann ging auf einmal die Tür auf. Da sagt der Papst zu mir, nun, was sagen Sie denn jetzt? Sagt er auf Deutsch. Nun, was sagen Sie denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ich freue mich so, dass Sie Papst geworden sind und ich wollte Ihnen das auch persönlich sagen.
Anschließend stand dann im Osservatore Romano, in der offiziellen Zeitung des Vatikans, es hat besondere Verwunderung hervorgerufen, dass der neue Papst als zweiten Bischof der Weltkirche den Weihbischof von Paderborn empfangen hat. Über den Inhalt der Rede ist wie üblich nichts bekannt gegeben worden. Und 1980 berief er sie nach Rom, wo sie zum Vizepräsidenten des päpstlichen Laienrates ernannt wurden. Dort durften sie die neuen charismatischen Gemeinschaften fördern. Ja. Wer waren denn diese Gemeinschaften und wie widmeten sie sich ihrer neuen Aufgabe? Als ich nach Rom kam, habe ich sie eigentlich erst entdeckt. In Deutschland hatten sie nicht so eine große Relevanz. Und dann kamen die Leute vom Focolare, die charismatische Gemeindeerneuerung, die katholische, Sant'Egidio, vor allen Dingen das Neukatechumenat. Und ich bekam dann bald eine Beauftragung, eine offizielle Beauftragung des Papstes für die Charismatiker und für das Neukatechumenat. Und ich entdeckte bei ihnen die Glaubenskraft dieser Leute, dass sie froh waren, mit Gott zusammen zu sein, fromm waren. Das waren nicht alle Heilige, die hatten ihre Schwächen, wie wir alle. Aber und ich konnte nicht verstehen, wieso man die nicht mochte, wieso die Struktur der Kirche immer sich schwer tat, solche Gruppen anzuerkennen. Die hatten oft Probleme in der Diözese, Probleme in der Pfarrei. Sie waren immer, ich würde mal sagen, etwas salopp gesagt, etwas strubbelig. Das heißt also, sie waren nicht integriert in die Form. Sie hatten ihre eigenen Weisen, ihre eigene, manchmal lustige Terminologie. Aber ich konnte nicht begreifen, wieso ihre Gegner oder sagen wir mal, die Leute, die sie nicht so schätzten, wieso die nicht entdeckten den apostolischen Eifer dieser Leute. Und ich habe dann lange mit denen gearbeitet und mir ist an diesen Leuten klar geworden, dass es Leuten Freude machen kann, das Evangelium weiterzugeben. Wenn Johannes Paul hat sie immer protegiert. Als ich einmal in einer Bischofssynode etwas massiv für sie Stellung bezogen habe und der damalige Kardinal von Mailand mich kräftig angriff, da fasste mich Johannes Paul am Arm und sagte, geht der Krieg weiter? Ich habe gesagt, nein, heiliger Vater, wir haben schon gewonnen. Aber das sind also für mich wirklich Hoffnungszeichen in unserer Kirche, diese Gruppen. Ich sag's noch mal. Sie machen auch Dummheiten, wie wir alle Dummheiten machen. Aber sie haben entdeckt, von Christus voll zu sein und von ihm zu sprechen, das macht Freude. Und es weckt auch Dankbarkeit, Dankbarkeit in den anderen. Ich könnte Ihnen viele Geschichten erzählen, die das belegen, aber das würde jetzt zu lang führen. Und diese Jugendlichen kamen ja aus den verschiedensten charismatischen Gemeinschaften. Wie sind Sie mit der Herausforderung umgegangen, dass diese ganzen Jugendlichen unter einen Hut zu bringen? Ja, ich habe mich eigentlich immer sehr gewehrt, irgendetwas abzuschleifen, damit eine Einheitlichkeit entstände. Die Einheitlichkeit ist in Christus und die Wege sind sehr unterschiedlich. Wir haben damals das sogenannte Centro San Lorenzo angefangen. Das war eigentlich der Anfang der Weltjugendtage. Und da gab es mal jemanden, der wollte dann all die Gruppen, die da mitarbeiteten, zusammenschweißen und zu einer Gruppe machen. Da habe ich mich immer gegen gewehrt. Diese verschiedenen Gruppen haben ihre Glaubenserfahrung innerhalb von einer spezifischen Spiritualität. Sie haben ja manchmal einzelne Sätze des Evangeliums so als Leitworte, wie zum Beispiel das Focolare von der Einheit oder die Charismatiker vom Heiligen Geist. Und darin muss man sie lassen. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht ein Projekt zusammentragen können. Und die Weltjugendtage waren eigentlich ein Projekt von ihnen zusammen, ohne dass man ihre Identität geschmälert hätte. Sehen Sie in dieser Ausbreitung der charismatischen Gemeinschaften eine neue Chance auf einen ökumenischen Dialog? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Erstmal, dieser Weltjugendtag, der ist ja nicht vom Himmel gefallen. Das war eine schwierige Sache mit großen Problemen.
Und der hat sich ja doch so durchgesetzt, dass man sagen muss, das ist inzwischen ein echtes Ereignis für die Jugendpastoral. Und es gäbe keinen Weltjugendtag ohne diese geistlichen Gemeinschaften. Als wir das im Anfang lanciert haben, bekamen wir Reaktionen von den Bischofskonferenzen, das steht den Römern gar nicht zu, unsere Jugend zu organisieren. Aber dann hatten diese geistlichen Gemeinschaften, die hatten ihre Kontakte über die ganze Welt und die haben dann motiviert und es kamen 300.000 junge Leute zum ersten Weltjugendtag nach Rom. Das heißt also, diese geistlichen Bewegungen sind für mich ein Zeichen, dass der liebe Gott sie will, sonst hätten sie das nicht zustande gebracht. Und darüber hinaus gibt es viele geistliche Berufungen auch. Ich sage es mal so salopp, unsere Kirche wäre sehr viel ärmer, wenn es das nicht gäbe. Sie haben jetzt eben schon den Weltjugendtag angesprochen. Sie waren ja gemeinsam mit Papst Johannes Paul II. Gründer dieses Weltjugendtags. Dafür darf ich Ihnen danken, weil ich war in Krakau 2016 auch dabei und habe unvergessliche Erinnerungen an diese Zeit. Gibt es einen? Ich muss jetzt erst noch sagen, ja? Durch die Weltjugendtage, ich habe eben gesagt, geistliche Berufe, aber es haben auch sehr viele Leute bei den Weltjugendtagen ihre Ehepartner kennengelernt. Ich stoße immer wieder auf junge Leute, die sagen, ja, wir haben uns beim Weltjugendtag da und da kennengelernt. Sodass also nicht nur die geistlichen Berufe, sondern auch die guten Familien da ihren Grund gegebenenfalls haben. Und gibt es einen besonderen Weltjugendtag, an den Sie sich sehr gerne zurückerinnern? Ja, der erste war natürlich der schwierigste und der entscheidende. Bei den anderen, ich erinnere mich an Denver zum Beispiel sehr gerne, weil es da auch schwierig war, in den USA Boden zu fassen dafür. Und da sollte zunächst das Treffen mit dem Papst auf einem Platz stattfinden, der nur für 80.000 Menschen Platz gehabt hätte. Und dann habe ich damals gesagt, das ist zu wenig. Und dann sagte der Erzbischof, der sehr Gute, sagen Sie nicht, dass es so viele kommen. Die Amerikaner hatten Angst, die würden, da war Woodstock gewesen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt. Das große Festival in Woodstock. Und von daher hatte die ganze öffentliche Meinung Angst vor einem Jugendtreffen, dass die alles in Unruhe bringen würden. Und dann kamen hinterher 400.000 Leute. Wir waren dann also außerhalb der Stadt schließlich. So war eigentlich bei allen Jugendtagen war es dramatisch. Es lief nicht so wie im Büro programmiert und dann durchgezogen. Es war immer irgendetwas passierte. Bei den ersten Jugendtagen habe ich sogar den Eindruck gehabt, dass die Verantwortlichen irgendwie, ich würde fast sagen, seelisch geschädigt worden sind. Also einer fing immer an zu weinen, der andere schloss sich ein. Das war bei einem anderen Jugendtag. Also es passierten immer unangenehme Dinge. Aber die Sache in selber war fantastisch. Ist noch. Sie sprachen ja auch von der kirchlichen Wiederentdeckung des Heiligen Geistes, welche in diesen Gemeinschaften und auch beim Weltjugendtag sehr stark ist. Wie ist diese Wiederentdeckung zu verstehen? Wir können uns als Kirche mit vielen Problemen beschäftigen. Es gibt viele Probleme in der Gesellschaft, in der Welt. Die sind uns auch aufgetragen. Ich bin der Letzte, der sagt, wir brauchen keine christlichen Politiker. Wir brauchen eine Gesellschaftsordnung, die vom Christentum inspiriert ist. Aber was mir heute zu fehlen scheint, ist die Offenheit für Gottes Handeln. Ich habe mich so gefreut, dass diese Tagung, von der wir schon gesprochen haben, sich mit Kardinal Wojtyła bzw. dem heiligen Johannes Paul beschäftigt. Ich habe gestern Abend ein Referat gehalten dazu. Er hatte eine solche Offenheit für Gott. Der hat sich in seiner Vorbereitung, in seiner Exerzitienvorbereitung auf große Tagungen nie mit Statistiken beschäftigt. Er hat keine Zeitungen gelesen. Er hat keine Projekte gemacht, pastoraler Art, sondern er hat Gott meditiert. Und mir scheint, dass unsere große Frage heute ist, wie Papst Benedikt, Kardinal Ratzinger das gesagt hat, die Gottvergessenheit.
wenn wir über Kirche sprechen, müssen wir sie gegenüber der Gesellschaft verteidigen und argumentieren mit Dingen, die für die Gesellschaft gut ist. Friede, Bewahrung der Schöpfung, Ökologie und so weiter. Das ist wichtig. Aber wenn wir bei diesen Argumenten bleiben, dann vergessen wir das Evangelium. Die Gesellschaft versteht das Evangelium nicht. Deshalb ist uns aufgetragen als Kirche, dass wir über die Probleme der Gesellschaft hinaus denken an das, was uns spezifisch vom Glauben her gesagt wird. Das heißt, es gibt den Vater Jesu Christi. Es gibt das Leid, was im Kreuz heilsam werden kann. Es gibt die Sünde, die nach dem Bußsakrament ruft. All diese Dinge dürfen wir nicht vergessen. Das heißt also, man könnte es, wir sind ja hier im akademischen Umfeld, die Transzendenz geht weg. Wir sind so vertikal, dass wir Gott als unsere Heilsspitze und unseren Heilsgeber vergessen. Und das ist das Hauptproblem. Würden Sie sagen, dass Papst Johannes Paul II. Ein Vorbild für die Jugend ist und was genau die Jugend an ihm so toll findet? Die Jugend denkt ja vielleicht manchmal, derjenige, der mir Vorbild sein soll, muss jung sein. Aber ich sehe auch bei manchen Jugendlichen doch das Aufblicken zu großen Gestalten. Ich kann eigentlich nur raten, sich mit dem Mann zu befassen. Das kostet natürlich ein bisschen intellektuelle Anstrengung. Die Film- und Sportgrößen, die erschlagen uns ja mit ihrer Beliebtheit und die gewinnen dann schnell unser Herz. Das ist auch ganz einfach. Die großen Geistesgrößen, die fordern von uns, dass wir uns hineinversetzen, dass wir unseren Verstand in Anspruch nehmen oder vielleicht auch vielleicht einen Film sehen, der uns eine Botschaft gibt. Ich habe diesen Mel Gibson, die Passion gesehen, Passion. Dass ich konnte nicht mehr sehen, diese Geißelung Jesu. Ich habe gesagt, jetzt ist genug. Das heißt also, auch eine filmische Begegnung kann unser Herz prägen. Ich will das gar nicht nur auf mühsame Lektüre beschränken, aber wir müssen uns schon ein bisschen einlassen. Es kommt nicht durch die Zeitung, sondern das kommt, indem wir uns selber öffnen. Und in diesem Sinne kann der heilige Johannes Paul sicher uns eine große Hilfe sein. Ich habe bei meinem Referat zitiert, er hat ein Buch geschrieben, Ich bin ganz in Gottes Hand. Das sind seine Aufzeichnungen von seinen persönlichen Exerzitien. Das ist nicht zuzumuten, irgendeinem Jugendlichen das zu lesen. Aber es gibt sicher Brocken hier und da, die zeigen, wie sehr er sich Gott geöffnet hat. Der brannte davon, in der Bibel, im Gebet, Gott zu begegnen. Das muss ich jetzt zum Schluss noch eben erzählen. Er hatte in Krakau vor seinem Tabernakel einen Tisch sich aufstellen lassen, wo er seine Predigten konzipierte. Sozusagen angesichts des eucharistischen Herrn hat er sich vom Herrn inspirieren lassen, das niederzuschreiben, was ihm wichtig war. Das heißt also, man kann von ihm lernen, das Antlitz Gottes zu suchen. Und ich kann allen nur empfehlen, das zu tun, nicht als Pflicht, als lästige Not, sondern weil es wirklich die Menschen erfüllen kann. Das macht glücklich. Das macht glücklich, wenn man nicht mehr allein ist, wenn man weiß, Gott ist bei dir. Er liebt dich, er umarmt dich, er hat dich gern.